Jo Leute, willkommen zurück zu Blink. Ihr wufft. Und starten wir einfach mal ein Einzelspiel. Hauptspiel, wir müssen noch eine Krankheit machen, das ist die Affengrippe. Mal gucken, was wir da drin haben. Automatisches Zerplatzen finde ich inzwischen total wasted. Ja, ich weiß es nicht so ganz. Nehmen wir rote. Ionendefizit. Höhere Rückentwicklungskosten, aber schwerer zu heilen. Und das macht natürlich genau den gegenteiligen Effekt. Naja, so viel Rückentwicklung möchte ich sowieso nicht. ATP-Überdosis, Bonus-DNS zu Beginn, aber stark erhöhte Kosten bei Rückentwicklung. Okay. Verringert Forschung durch Gen. Cis-Experimenten an Affen. Okay. Bei der Zerstörung eines Gen-Cis-Labors erhältst du DNS. Ich glaube, ich mache das hier. Grenzüberschreitung. Heimvorteil. Wir nehmen die Grenzüberschreitung. Das ist sowieso klar. Ruf der Wildnis. Weniger wahrscheinlich, dass Affen von Menschen gefunden werden. Zusammen sind wir stark erhöht. DNS aus den Kolonien. Virusverbundenheit erhöht Affe-zu-Affe-Übertragung. Einsatz von aktiven Fähigkeiten kostet weniger DNS. Erhöht Angriffskraft und Affengeschwindigkeit, aber mit der Zeit tödlich. Machen wir das. Machen wir es so. Haben wir alles. Gut. Wieder normal, ist ja ganz klar. ALZ. Affengrippe. Ganz einfach. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Virus im Film heißt, weil das ist natürlich passend zum Film. Startgebiet wählen. Und hier ist es definitiv von Vorteil, einzunehmen, wo wir möglichst schnell möglichst viele haben. Pakistan, armes Land. Ich glaube, Pakistan dürfte auch gar nicht mal so schlecht sein, weil da sind wir schön zentral. Affengrippe, ja, hat den ersten Menschen infiziert. So, denn hier ist das Coole. Warnung, Affengrippe ist ein genetisch modifizierter Virus aus dem Gen-Cis-Labor. Bei Affen hat es die Intelligenz erfolgreich gesteigert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. So, denn, ihr werdet es jetzt gleich hier einmal sehen. Da. Wir spielen. Beeinflussen sowohl die Affen als auch die Menschen. Die Affen stärken, die Menschen schwächen. Das ist eigentlich unser Ziel. Darum sollten wir auch möglichst schnell hier in die Fähigkeiten reingehen. Werden wir mal schauen, dass wir das schnellstmöglich machen. Neues Gen-Cis-Labor testet Virusarznei in Pakistan. Beginnen sollen, sobald die Affenversuche in Pakistan abgeschlossen sind. Und die können wir halt später zerstören, wenn wir das möchten. Aber im Moment erstmal nicht. Vor allem in armen Regionen. Und das ist doch gar nicht mal schlecht. Wir sind nämlich in Pakistan und da ist nicht unbedingt so viel Reichtum. Affengrippe beginnt sich auszubreiten. Ja, wir haben 13 Menschen infiziert. Ja, DNS-Blasen. Moment, was ist das? Erreger kann durch Körper besonders in wohlhabenden und urbanen Gebieten. Sind wir nicht? Immuno wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für eine Affenrevolution. So. Das wird auch das sein, was wir machen müssen. Nordkorea, bla 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 bla. Fest der Liebe in Pakistan. Pakistan feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen den Ersatz für den internationalen des Küssens. Kritiker stellen die Hygienestandards in Frage. Sind jetzt alle da am Vögeln, wenn die sich gegenseitig sehen, oder was? Warum muss ich jetzt gerade an so eine der letzten Szenen aus Das Parfüm denken? Und mehr über ein... Ja, bla 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 bla.
Weil meine Freundin musste das Parfüm in der Schule lesen. Das war mal eine interessantere Lektüre als das, was wir gelesen haben. So, wir sind jetzt ein wenig besser mit den Affen und organisiertes Reisen, ja, okay. Affenausbruch in Pakistan, oh mein Gott! So. Jetzt können wir nämlich hier unten auch umschalten und können gucken, wie viele Menschen und wie viele Affen da drin sind. Und es ist wie mit dem Necroa-Virus, die Menschen werden halt uns bekämpfen. Führt zu... Schützt und generiert DNS. Okay, das ist ganz wichtig. Aktive Fähigkeit. Nee, ich würde gerne. Nee, okay. Ist noch nicht. Ich würde gerne hier so in Thailand eine hinsetzen. Aber im Moment können wir halt, glaube ich, nur in Pakistan und Zentralasien. Wie viel? Ah, okay, nee. Die haben keinen Flughafen oder sowas. Außerdem ist das hier schon viel, viel besser. So. Weitere Länder, EO. Okay, da sind jetzt auch schon die ersten erkrankt. Sehr schön. Intelligente Affen bauen Kolonie auf. In Indien auf. Ein starker Anführer hat intelligente Affen in einer Kolonie versammelt. Sie formen eine Gemeinschaft und leben in Frieden, um andere Affen zu retten und sich vor menschlichen Übergriffen zu schützen. So. Und es gibt jetzt halt permanent Punkte. Kostet halt nachher irre viel. So. Das ging gar nicht mal so schlecht. Und Teile können offen. Zwischen Affen eine soziale Strukturkolonie erhöht Affenübertragung. Das ist auch nicht schlecht. Affen wandern mit der Zeit automatisch zu nahegelegenen Affenkolonien. So. Also ich spiele relativ früh halt auf die Affenkolonien. Ihr werdet später sehen, warum. Also das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Also. Ja. So. Weil man kann dieses Spiel auch gewinnen, wenn man komplett erforscht wurde als Krankheit. Solange irgendwo noch ein Affe lebt, kann er nämlich kämpfen. Was ich sehr cool finde. So. Ja, ansteckender als HIV. Und Wanderung über das hier. Erhöht die Distanz, die Affen überwinden können. Und was war das? Helfen Intelligenz zu finden und erreichen. Erhöht die Distanz. Ja, okay. So, weil jetzt können wir mit unseren Affen von hier aus zum Beispiel nach Grönland wandern. Okay. Niesen, ja, ist egal. Also Symptome entwickle ich hier mit sowieso fast nie. Weil ich es nicht brauche. Also das ist wirklich eine Sache, die brauche ich ja absolut nicht.
Ja, du kannst die Ländergrenzen schließen, wie du Bock hast. Also ich kann ja trotzdem überall rein. Jetzt seht ihr gleich, jetzt sind wir da in Grönland und sind da mit einer ganzen Kolonie halt hingewandert. So, jetzt können wir theoretisch... Können wir auch da noch eine hinsetzen? Und sollten mal die Übertragung jetzt so ein bisschen stärken. Virus erhöht die Mutations- und Ansteckungsgefahr von Affe zu Affe. Das ist schlecht, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eher so, dass der mal so langsam Richtung Mensch sich mehr ausbreitet. Also nicht nur die Affen, was natürlich immer praktisch ist, wenn man mehr Affen hat. Aber wichtig ist halt auch, dass die Menschen infiziert werden. So, wir gehen mal nach Deutschland rein. Und ihr seht, glaube ich, inzwischen, warum ich es halt viel, viel cooler finde. Jetzt hat die Forschung angefangen. Wenn man... Moment. Affen- und Mensch-Variationen des Virus können wirkungsvoll auf überspringen. Erhöht Mutationsrate und ermöglicht speziesübergreifende Übertragung. So. Das heißt, da wo viele Affen sind, werde ich jetzt auch... werden auch jetzt die Menschen infiziert. So, Symptome. Wir haben da echt schon viel... Ups. So, das war natürlich jetzt sehr erfolgreich. Wir gehen da nochmal hin. Und wir können eigentlich schon die nächste Kolonie gleich aufmachen. So, und jetzt müssen wir nämlich gleich was erforschen, dass wir auch ein bisschen kämpfen können. Ich komme nicht hinterher. Ich weiß wieder, warum ich hier automatisches Zerplatzen hatte. So, wir wandern erstmal von da, wandern wir mal darüber. Und dann machen wir hier unten eine Kolonie auf. Werden dann hier die Fähigkeiten entwickeln und dann entwickeln wir hier so ein bisschen was. So. Und da greifen wir an. Klatsch, Angriff. Kopfschmerzen. So. Ich finde, die Affengrippe ist ziemlich einfach zu spielen. Kann natürlich jetzt sein, dass ich jetzt dafür gnadenlos gleich fertig gemacht werde, aber im Normalfall... Meningitis, wow. Wir sind wahrscheinlich schon relativ tödlich, ne? Verlässt Norwegen, um mehr Affen zu finden. Naja, wo willst du denn hin? Okay. Ich wollte gerade sagen, also Moment, einmal kurz. Ihr seht's, also ich habe überall jetzt meine Affen schön hinverteilt. Gibt es eigentlich... gibt bestimmt noch welche. Ja, aber ich sag mal, das wird sich jetzt mit der Zeit legen. So, du. Und ich würde sagen, das. Und dann machen wir mal weiter. Assassinen-Kombo. Okay. Moment, das ist nicht so gut.
Wir wandern aus. So. Also da muss man dann halt direkt gucken, dass man da wegkommt. Weil jetzt können die da drauf halt schießen, aber das bringt denen alles nichts. Da, hier, komm, mach mal fertig. Mach mal fertig den ganzen Mist hier. Aber wir übertragen uns auch nicht so gut. Was mich so ein bisschen stört eigentlich. Wow, zwei Errungenschaften. Im Affenzahn in Sicherheit. Mach es ihnen nach. Okay. So. Und natürlich immer schön die Labore zerstören. Wo gehen wir denn hin? Ach, ich würde sagen, wir gehen darüber. Die können da jetzt kreisen, wenn sie Bock haben. Und wir sollten doch so langsam mal irgendwo... Aber eigentlich müssten wir schon viel, viel übertragener sein. Ich weiß gerade gar nicht, was los ist. Ah, das könnte eng werden. Affenartige Aggression. Wieder die Kanadier, die relativ lange durchhalten. Irgendwo ein Land, Karibik, können wir ja rein und baltische Staaten. Keine Sorge, wir kommen da auch rein, ohne... Oh, Moment. Oh, scheiße. Die müssen... Ach, die gehen mal nach Russland. So. Und wir sollten mal so langsam schauen, dass wir die Menschen hier ausrotten. Ich glaube, ich lasse den schon wieder viel zu viel Freiraum. Sind überall drin. Oh, Moment, wie viele? Nicht mehr allzu viele, aber sowas wie Kanada wieder mal. Hm, ihr seht's. Kanada, reiches Land halt. Vor allem in reichen und urbanen Gebieten. Komm schon, also so langsam müsstet ihr da doch mal... Oh, oh, Moment. Da ist kein Affe mehr. Wir müssen mal da so ein bisschen die Affen brauchen ja ewig. Ja, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Erregern, umgebaut und ist höchst instabil. Heilmittelentwicklung ist deutlich erschwert. Forschungsgeschwindigkeit ist verlangsamt. Ja gut. Können wir eigentlich noch machen. Theoretisch. Warum schießt ihr denn auf mich? Ich tue euch doch gar nichts. Ich möchte zwar die Menschheit ausrotten, aber eigentlich sind das voll liebe Tiere. Ich glaube, Affen sind sogar relativ aggressiv. Ich weiß es nicht. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwo gesehen gehabt. Dass Affen Menschen gegenüber eigentlich ziemlich aggressiv werden können sogar. So. So. Boah, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Norwegen ist ganz schlecht.
Wir sollten mal darüber nach Norwegen gehen, glaube ich. Sind wir schon so tödlich, dass wir die killen? Ja, wir sind echt tödlich. An was sterben die denn? Ja, die Meningitis ist halt... Ja, wir nehmen die Meningitis mal raus, das ist auch nicht so teuer. So, schauen wir. Kriegen wir hin. Übertragung noch ein bisschen, würde ich sagen. Ah, ja, gut. Eins. Noch eins. Na, wo sind wir noch? Australien. Da sind aber zumindest ein paar drin. Norwegen. Na gut, Norwegen ist ein reiches Land, deswegen halt. Oh, Moment. Da muss ich schon wieder wandern. So ein Scheiß. In Norwegen verbreiten wir uns nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich weiß auch nicht, die Norweger... Ja gut, es wächst jetzt ein bisschen. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ja, 60% wieder erreicht mit der Forschung. Australien, Indien. Echt? Ah, aber das sind nicht so viele. Und warum sterben die immer noch so hart? Ohne Behandlung besonders tödlich. Ja, nehmen wir das auch noch raus. Lungenblutung. Ja, wir müssen jetzt erstmal zurückentwickeln, weil wir sind im Moment so tödlich, wir killen uns gerade schon wieder selbst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber ich muss hier halt ständig wieder runter auf normale Geschwindigkeit. So. Australien hätte ich jetzt einmal gerne. Ja, ist gut. Wie komme ich jetzt wieder zurück zur Welt? Wir wandern nach Amerika aus. Ja, okay. Können das noch, das noch. Und jetzt... Wieder irgendeine Combo haben wir. Indien jetzt noch. Gut, das heißt, ich setze jetzt noch einen nach Indien rein. Und dann sollten wir das hinkriegen. Da, da, da. Da, da, da. Ja, jetzt ist mir das egal. Jetzt können die da oben kreisen, wie sie lustig sind. Aber Moment, ich muss erst gucken, dass auch alle angesteckt sind. Indien. Wie sieht's aus? 56 Millionen. Das ist nicht mehr allzu viele in Indien. Aber komm. Den Erfolg möchte ich ihnen nicht gönnen. So. Komm schon. Ah.
Na, 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 das dürften jetzt alle sein, denke ich. Gut, jetzt müsste ich überall drin sein. Gesund ist keiner mehr. So. Jetzt einfach wieder das hier machen, das hier und das hier. Und keine Ahnung, was das hier ist. Ja. Das war's. Das dürft's gewesen sein. Die Menschheit ist doch jetzt gleich tot, oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Die Affengrippe erschafft den Planet der Affen. Die menschliche Zivilisation wurde von der Affengrippe zerstört. Intelligente Affen sind zur dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden und die Menschen sehen einer dunklen Zukunft entgegen. Sieg! Die Affengrippe hat den Planet der Affen erschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich ja ewig für gebraucht. 1630 Tage, deswegen ist das Video jetzt auch so lange. Quatsche jetzt auch gar nicht lange, lasse ich auch nicht komplett durchlaufen. Wie gesagt, ihr könnt das Video zur Not auf schnellen Vorlauf stellen. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Plaguing Evolved. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.